Adventsimpuls. Unsere Vorbereitung auf Weihnachten. Ich möchte ein Gebet, das Sie alle kennen und das eigentlich in der Weihnachtszeit bei der Geburt vom Erlöser entstanden ist, möchte ich mit Ihnen ein bisschen näher anschauen und zum Anlass nehmen, über den freien Willen ein bisschen nachzudenken. Interessant, das Gebet finden Sie im Lukas-Evangelium. Und zwar im 2. Kapitel. Dort wird die Geburt von Jesus geschildert. Vielleicht lesen Sie es selber einmal nach. Es wäre eine gute Gelegenheit. Und dort kommt in der Einheitsübersetzung eine interessante Übersetzung vom griechischen Urtext. Und die möchte ich Ihnen einmal vorlesen. Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Frieden bei den Menschen seiner Gnade. Das ist der Anfang von dem Gebet, wo jeweils an jedem Sonntag in der Heiligen Messe gebetet wird, ausser in der Fastenzeit und in der Adventszeit. Das ist Gloria, der Anfang von Gloria. Und nochmal, es wird dann gesagt, verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Frieden bei den Menschen seiner Gnade. Das ist eine schlechte Übersetzung. Die Latinisch, die Älteren unter uns können das vielleicht noch kennen, wissen das, ist klar, Pax Hominibus, Friede den Menschen, Bone Voluntatis, guten Willens, das ist eine bessere Übersetzung. Also sollte es eigentlich richtig heißen, verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede den Menschen, guten Willens. Aha, es geht um den freien Willen. In der Einheitsübersetzung, die eine Übersetzung ist, die Protestanten ein bisschen mitgetragen haben, ich tue zwar ihren Gottesdienst immer noch ihre eigenen Übersetzungen verwenden, haben aber Einfluss genommen auf die katholische Übersetzung und wir haben sie jetzt. Und die, die das übersetzt haben, müssen das selber mal verantworten, was sie da übersetzt haben. Aber es ist wichtig zu wissen, es geht um den freien Willen. Der Mensch hat den freien Willen. Warum hat er das? Ist ganz klar. Gott ist ein Gott von der Liebe. Gott liebt sie. Und er liebt mich. Er liebt alle Menschen. Aber das ist zu wenig. Er liebt jeden Einzelnen als Individuum ganz persönlich. Und weil er Liebe ist, möchte er von uns auch Liebe überkommen. Wir müssen, oder Gott wünscht das, dass wir ein freies Ja zu ihm sagen. Und das Ja ist eben der freie Wille, der Mensch guten Willens. Der gute Wille, den wir an den Tag legen müssen, ist das Ja zu Gott und das Ja zu unserer Erlösung, das Ja zu dem, dass Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist, für unsere Sünden gestorben ist. Also, wir haben den freien Willen, weil Gott uns liebt. Danken wir ihm dafür. Danke, Jesus. Danke, Herr im Himmel. Danke, Jesus. Danke, Herr im Himmel. Danke, Jesus. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.